Was würdest du dir selbst sagen vor 10 Jahren? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich immer weitermachen sollte, egal wie scheiße es ist. Was Und weitermachen? ja, einfach weitermachen mit Leben und so. Warum sieht Mike so traurig aus? Es gibt tatsächlich einen Grund. Echt? Wieso? Ich habe zu was richtig Dummen Ja gesagt. Campen. Warum bist du so sauer? Ja, ich habe Streit mit Carina, es ist einfach. Warum habt ihr Streit? Haben die gestritten bei der Autofahrt? Die sind nicht zusammengefahren. In getrennten Autos. Was? Ihr musstet in getrennten Autos fahren? Ja. Ja, wo ist das Zelt? Hast du kein Zelt? Also ich würde sagen, dass wir so eine Jägerhütte nehmen und dann machen wir das richtig schön. Nein. Du hast gesagt, wir bauen ein Zelt auf, also bauen wir ein Zelt auf. Was hier gerade besprochen wird, werdet ihr nicht glauben. Nein, das erzählst du nicht. Jimmy hat Pussy Juice probiert. Nein, von Marlene. Sein Hund. Ja. Und Carminas hat er auch probiert. Was? Nein. Oh mein Gott. Nachdem man Sex hat und Kübi hat danach die Finger abgelenkt. Aber da war nichts drauf. Das stimmt nicht. Das war so wack, Marlene. Du kannst... Wir spielen jetzt Held oder Geld. Kennt ihr die Regeln? Ja. Echt? Ja. Sollen wir so tun, als wenn wir sie nicht kennen? Ja. Okay, nein. Okay. Es gibt zwei Becher. In einem ist Geld, in dem anderen ist eine Challenge. Und die Person, die das Geld bekommt, bekommt es nur, wenn die andere Person die Challenge macht. Ich nehme Rot, ich nehme Blau. 3, 2, 1. Nein! Verdiene mindestens 1 Euro mit deiner Posaunenshow in der U-Bahn. Was ist denn eine Posaunenshow? War das Mozart, oder? Ja. Ja. Nein! Siehst du? Und die anderen sagen, du kannst nicht Posaune spielen. In ein paar Tagen feiert Jesus Geburtstag. Nein, das ist Weihnachten. Nein, er steht auf. In ein paar Tagen steht Jesus auf. Warum schämen wir gerade alle in einem? Ich habe da so was im Internet gesehen. Entschuldigung, ich habe das gesehen. Explodieren die da drin? Nein. Man darf nicht überraschen. Me, oh my, there's a lot to buy, there is shopping I must do. Fuck! Das war wieder zu kurz. Fuck! Oh mein Gott! Ich habe letztens eine Insta-DM bekommen, warum ich in den Mike Wellers Vlogs immer so angepisst wirke. Vielleicht, weil deine Haare ein bisschen nach Urin aussehen? Übrigens macht Sophie gerade einen 7-Tage-Stream. 7 Tage live! Lass dich bitte gar nicht stören! Ich mache nur kurz den Dreck weg! Erik bekommt gerade random Tanzstunden. Wir sind übrigens mitten in einer Shopping-Mall. Erik, okay. Schau nicht die ganze Zeit am Arsch. Das ist okay, oder? Nee, das war ich glaube, die Füße, hallo. Ja. Und eins, und zwei. Bei dir sieht das nur aus, als würdest du sie im Club so anmachen von hinten. Leon ist heute etwas sauer. Ja, das passiert halt manchmal. Manchmal muss man sich ein paar Mal selbst ins Gesicht schlagen. Für die Dummheit von anderen Menschen. Leon, vergiss nicht, wenn du ein Problem hast, dab it away. Ich werde nicht dabben. Wie denkst du gegen deine größten Vorbilder mit Problemen wie Taylor Swift? Ich habe ein Lied von ihr gehört. Shake it off. Dreimal. Ich werde Shake dabben. It off. Dab it away. Mach mal ein Probedab. Nein, ich werde nicht dabben. Ein Testdab. Nein. Schreibst du eine Fanmail an Taylor Swift? Okay, ausnahmsweise, du kannst auch ein Doppeldab machen. Einmal links, rechts. Zack, zack. Triple Dab. Dextro-Dab. Das wird immer schlimmer. Ich will dir ja nur helfen. Kennst du Hailey Bieber? Ja. Dabbt ihre Probleme auch weg. Hat ja gut funktioniert bei ihr. Die ganze Welt hasst sie. Sie ist noch nicht fertig mit dem Dabben. Sie steht für sich zu Hause im Zimmer. Sie arbeitet an einem krassen Dextro-Dab. Dextro-Dab. Siehst du? Doch, ist nur ein Dab. Warum war das ein Dextro-Dab? Ja, aber einer hilft auch schon. Du willst ja nur mehr. Ja, genau das war's. Toxische Männlichkeit ist so unangenehm. Der Vlog ist noch nicht vorbei, nach dem Auto kommt noch was. Aber vorher 2/3 der Vlog-Zuschauer haben noch nicht abonniert und die werden so einiges verpassen. Ich höre die Mikrowelle, sag mir, wenn es fertig ist. Okay, ich glaube, sie hat gerade zu mir gesprochen. Ich hätte schwören können, ich höre raus, wenn es perfekt ist.